Egal ob in Fahrzeugen, Gebäuden oder sogar auf Kinderspielplätzen. Der Einsatz von Federungssystemen ist extrem vielfältig. Die Heinrich Eibach GmbH wurde 1951 hier im Sauerland gegründet und gilt heute als einer der führenden Hersteller dieser Branche. Das drohende Schicksal des Verbrenners sieht das Familienunternehmen nicht als Rückschlag, sondern als Chance für Innovation. Und wie die aussehen, schauen wir uns heute an. Was verbirgt sich hinter der Marke Eibach und wodurch zeichnen Sie sich aus? Die Freude am Risiko, die Freude an Herausforderungen, die hat mich die letzten 6 Jahrzehnte beflügelt und letztlich dieses Unternehmen bis auf 600 Leute geführt. Und wir sind heute sicherlich als Marke für hochwertige Fahrwerks- und Federungssysteme sicherlich weltweit mit an führender Stelle. Wir bedienen verschiedene Sparten. Zum einen den Aftermarket, dann beliefern wir die OEs und wir sind noch im Bereich der Industrie mit vielfältigen Möglichkeiten und Anwendungen unterwegs. Wir beschäftigen uns schon seit mehr als 4 Jahrzehnten unter anderem auch mit der Produktion von sehr technisch hochwertigen Ventilfedern für den Großdieselmotor. Dieser Motor, der kann bis zu 14 Meter hoch werden. Und da ist es eben unser Part, eine Feder mitzudesignen, schon von Anfang an, die eben halt nachhaltig ist und halt auch eine lange Lebensdauer aufweist. Wir haben eine PPM-Rate von 0, das heißt also, wir haben so gut wie keine Ausfälle bei diesen Federn. Man sieht es auch an der Marktdurchdringung. Wir sind für die allermeisten Motorenhersteller gelistet als Serienlieferant. Im Motorsport sind wir von vornherein in Test- und Entwicklungsphasen eingebunden, in Bereiche wie WRC, also Rallye-Weltmeisterschaft, aber auch in den GT-Sport. Und diese Anwendung kann man natürlich perfekt nutzen, um, sag ich mal, seine Konstruktion, seinen Materialeinsatz perfekt auszutesten. Die Erkenntnisse daraus fließen natürlich dann in unsere anderen Entwicklungen und anderen Business-Units mit ein, ganz klar. Marianne Schröder, was zeichnet in Ihren Augen Digitalisierung aus? Digitalisierung zeichnet in meinen Augen aus, dass wir heute viel stärker vernetzt sind als früher und dadurch eben auch schneller und flexibler reagieren können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon begonnen, Eingangsbelege automatisch auszulesen und zu verarbeiten, per Workflow den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Ich glaube fest daran, dass die Digitalisierung uns helfen wird, auch nachhaltiger für die Zukunft zu werden, indem wir beispielsweise keine Präsenzmeetings zwingend machen müssen, sondern an der Stelle auch auf Videokonferenzen zurückgreifen können, haben wir an der Stelle sicher auch den CO2-Ausstoß gesenkt. Eibach als Unternehmen mit einer 70-jährigen Geschichte, wie sehen Sie dort die Zukunft und was glauben Sie, welche Herausforderungen müssen oder wollen Sie künftig angehen? Wir haben das sagenhafte Glück, dass wir nicht am Verbrennungsmotor hängen, sondern wirklich nur in Anführungsstrichen am Fahrwerk. Und das wird auch in Zeiten der E-Mobility noch gebraucht. Also wir sehen positiv in die Zukunft. Für uns ermöglichen sich dadurch sogar völlig neue Märkte. Das heißt, wir müssen noch mehr Produkte für unsere eigene Aftermarket-Linie entwickeln, weil ich sag mal, die Gewichtssituation beim E- oder Hybridfahrzeug deutlich anders sind wie beim Verbrennermotor. Nicht zuletzt der Motorsport, sei es Formel E, Formel Extrem. Hier gibt es natürlich auch Anwendungsbereiche ohne Ende, was natürlich sehr spannend ist, wie es sich gerade alles tut im Markt. Man will weg vom Schweröl, man will weg vom Diesel, man geht jetzt hin zu Wasserstoffantriebstechnologien, auch seine Derivate wie Ammoniak. Wenn diese Gase verbrannt werden, sind sie praktisch CO2-frei. Die Eibach-Gruppe als Familienunternehmen in der dritten Generation, welche Werte haben sich daraus geprägt? Also die Familie Eibach legt als Unternehmerfamilie sehr großen Wert auf soziales Engagement, lokale Verbundenheit und auch eben auf das Wohl der Mitarbeiter. Also wir haben viele dabei, die sind Eibachianer und viele langjährige Mitarbeiter, 30, 40 Jahre im Unternehmen. Ich betrachte uns alle als Seelenverwandte und ich stehe für alle, die da für Eibach arbeiten, ob das hier in Deutschland ist, in den USA oder in England oder in China. Wer Loyalität sät, erntet auch Loyalität.